Moin Leute, ich begrüße euch. Eine neue Ausgabe, ein neues Produkt und heute haben wir die Sword of Fire. Das war eine Neuheit 2016, 2017 Silvester bei Aldi. Und zwar hat das Ding 16,99 gekostet, ist auf jeden Fall richtig fett vom Aussehen. Kaliber verspricht auch einiges, 500 Gramm und circa 45 mm Effekthöhe, 30 Sekunden Brenndauer und 62 Schuss. Und ich würde sagen, wir schauen mal kurz rein, wenn wir das Ganze aufbekommen. Oha! Das Ganze von Helios, natürlich von Weco. Das ist die Marke, die Aldi darunter vertreibt. Das ist natürlich Aldi Süd. Für Leute, die Aldi Nord kennen, da gibt es vielleicht so ein ähnliches Produkt. Aber das ist Aldi Süd. Und ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall richtig gespannt drauf, was das Ding kann. Und wir sagen, wir legen los. Wir haben die hier mal schön hingestellt. Standfuß hat sie keinen. Das ist natürlich nicht gut. Aber wir hoffen, die ist schwer genug und hebt das Ganze. Hier ist die Hauptanzündschnur. Und ja, ich hoffe, ihr seid bereit. Wir sind's. Und wir legen los mit der Sword of Fire. Heftig. Also für 30 Sekunden kam es mir ehrlich gesagt etwas kurz vor, aber auf jeden Fall geil, schnelle Schussfolge, ordentlich was drin, bunte Farben, auf jeden Fall machbar für 16,99 von Aldi Süd und auf jeden Fall könnt ihr euch gönnen, wenn ihr darauf Bock habt und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, haut rein Leute. Richtig geiler Scheiß.